Schaffst du es, mich in wenigen Sekunden von dir, deinem Business und deinen Angeboten zu überzeugen? Dann ist dieses Video genau für dich. In wenigen Sekunden andere von dir und deinem Business zu überzeugen, ist zugegeben nicht leicht. Oft wird es auch ganz schön trocken und klingt gestelzt und wird dann natürlich auch echt unverständlich. Hey, mach doch mal Storytelling. Und mach geschicktes Storytelling. Geschicktes Storytelling, indem du deine KundInnen zu HeldInnen machst. Indem du deine KundInnen in den Vordergrund rückst und ihre Storys erzählst und ganz geschmeidig deine Angebote und dein Business mit einflechtest. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt in einem garantiert funktionierenden Bauplan. Schnappen wir uns also einmal den Heldenreisen-Pitch. Hier brauchst du nicht alle Stationen der klassischen Heldenreise zu nutzen, wie wir sie aus Hollywood-Blockbustern kennen, sondern es reichen drei Punkte. Der erste Punkt bei dem Heldenreisen-Pitch ist die Ausgangssituation. Was ist gerade die Herausforderung deines Kunden, deiner Kundin? Schildere, wo hängen sie gerade, was sind ihre Probleme? Und in meinem Fall könnte das zum Beispiel lauten, kennst du das auch? Du brauchst sehr viel Zeit, um deine Videos zu drehen. Und dann bekommen sie oft nicht genug Reichweite oder es sieht sie gar keiner oder du brauchst ewige Zeit beim Schnitt. Also alles rund ums Thema Videos drehen zum Beispiel. Das wäre Herausforderung, das ist die Ausgangssituation. Und ich könnte jetzt zum Beispiel meine Kundin Miriam nehmen. Ich könnte von Miriam erzählen. Das könnte erzählen, Miriam saß tagelang vor neuen Videos, ne, überlegte sich Videoskripte, drehte sie dann und dann, es passierte nichts. Das wäre, ne, die Schilderung der Ausgangssituation, der erste Punkt vom Heldenreisen-Pitch. Der zweite Punkt vom Heldenreisen-Pitch ist der Weg, die Lösungssuche. Also was hat jetzt in meinem Fall Miriam zum Beispiel getan? Also sie hat sich Online-Kurse gekauft, sie hat mich angerufen, sie hat Bücher gelesen oder sie hat auch einfach Übungsvideos gemacht. Also alles könnte ich jetzt halt aufführen, möglichst natürlich kurz und knackig und auch hier zielgruppenspezifisch. Also welche Lösungsversuche, welchen Weg ist Miriam oder in deinem Fall deine Kundin gegangen, dein Kunde gegangen, auf dem Weg zur Besserung oder auf dem Weg nie wieder Probleme, so nenne ich es jetzt mal. Der dritte Punkt vom Heldenreisen-Pitch ist jetzt natürlich die Ergebnispräsentation. Also was hat dein Kunde, deine Kundin jetzt erreicht nach Irrungen und Wirrungen oder nach dem Weg der Lösungssuche, was ist jetzt das Ergebnis? Und das bitte nicht nur, ich mache jetzt gute Videos oder ich gewinne mehr Kunden, sondern bring da auch noch einen emotionalen Touch mit rein. Also wie fühlt sich dein Kunde, deine Kundin? Was erlebt sie oder er jetzt? In meinem Fall könnte das irgendwie lauten, dass Miriam jetzt nicht nur gute Videos macht, ja, das wäre der faktische Nutzen, sondern dass es ihr noch super viel Spaß macht, das Videodrehen fast von alleine geht und sie irgendwie innerhalb von 3 Monaten eine Videoreichweite von X% erreicht hat und dadurch natürlich mehr Kunden gewinnt. Also da habe ich auch noch nicht nur einfach das Ergebnis, sondern das Ganze noch emotional unterfüttert. Nach der Ausgangssituation, dem Weg und dem Ergebnis kommt last but not least natürlich auch jetzt etwas über dich und dein Business. Hast du einen Slogan? Hast du eine Expertise, die du mitbringst, die du noch einflechten kannst? Hast du etwas im Angebot, was du direkt noch präsentieren kannst? All das gehört jetzt natürlich noch ans Ende. Und in meinem Fall könnte das Ende lauten, geht es dir auch manchmal so, dass du dir wünschst, bessere Videos zu machen. Ich zeige das seit 10 Jahren Selbstständigen, vor allem Solo-Selbstständigen, die sich ja allein um ihr Marketing kümmern, wie sie gute Videoskripte schreiben, aber auch wie sie das technisch gut umsetzen. Hier habe ich jetzt noch, ne, seit 10 Jahren, ich habe noch eine Zahl mit reingebracht, Expertise also mit reingespielt. Das kommt auch noch mit rein, ob das jetzt klassisch am Ende ist. Das kommt drauf an. Du kannst es auch schon, ne, bei dem zweiten Punkt, beim Weg, auch schon mit einfließen. Wie hast du mit deiner Kundin, mit deinem Kunden zusammengearbeitet?
Da kannst du auch schon, ne, deine Dinge, deine Angebote oder auch deine Methoden streuen. Und natürlich trotzdem kommt am Ende dann noch der Call to Action, sowas wie, willst du das auch? Dann ruf mich an, um es jetzt mal platt zu sagen. Mach doch also mal Storytelling anstatt eines langweiligen Standard-Elevator-Pitch, so nach dem Motto, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Mit einem Heldenreisen-Pitch bleibst du besser im Gedächtnis. Es ist viel schöner und viel angenehmer, das zu hören. Ich verbinde damit auch gleich Bilder und es lässt sich auch für dich viel besser präsentieren. Das kannst du nutzen für deine Webseite, für LinkedIn-Profilbeschreibung oder vielleicht willst du auch mal ein Video machen als Willkommensgruß für Newsletter-Abonnenten zum Beispiel. Da sind die Möglichkeiten sehr groß und ich finde das eine charmante Möglichkeit und auch mal eine andere Möglichkeit, seinen Elevator-Pitch zu präsentieren. Ich mache das übrigens wirklich. Und wenn deine Videos mehr Pep brauchen, wenn deine Videos gute Videoskripte brauchen, dann schau mal hier unten in die Beschreibung und hol dir mindestens die Gratistipps.